Hallo, da bin ich wieder. Na, wie ist? Ja, Leute, heute ein neues Video. Heute steht ZF nach GPS an. Also für den Laie Zwischenfrucht nach GPS-Roggen. Nach Ganzpflanzen. GPS, Ganzpflanzen, Silage. So, habt ihr im letzten Video gesehen? Wir haben GPS-Roggen geerntet und auf unsere Flächen, die 10 Hektar, die bei uns jetzt stehen, sehe ich jetzt erstmal ein bisschen Zwischenfrucht. Hier so schön den teuren Terra Life-Kram von DSV-Saaten. Und die Sorte oder diese Mischung heißt Warm Season. So, da ist, also, das ist drin, ne? Diese ganzen Sachen, frage mich jetzt nicht, also auswendig kann ich das nicht alles. Das ist so eine besondere Mischung, extra für Flächen, ja, die halt, wo man halt Ganzpflanzensilage gemacht hat. Weil, wenn man jetzt, sag ich mal, so eine andere Standardmischung nimmt, wo Senf beispielsweise mit drin ist, dann kommt der Senf, weil er jetzt halt so früh reinkommt. Wir haben jetzt Ende Juni, das ist die letzte Juniwoche, heute ist Montag, der 27. Juni ist heute. Und dann kommt der Senf ziemlich weit und wenn man den dann, dann bildet der halt, kommt er halt in die Samenreife und dann hast du halt im nächsten Jahr, wenn wir da dann Mais drauf anbauen, das Problem, dass wir dann die ganzen Samenkörner alle unten im Boden haben und die dann, wenn wir den Mais legen oder später auch im Bestand, dann wieder mit auflaufen und nicht vernünftig bekämpft kriegen. Und deswegen gibt es diese besondere Mischung. Natürlich auf die anderen Flächen, wo jetzt der normale Roggen steht und die Tritikale, da kommt eine ganz einfache, günstige Senfölrettichmischung hin. Aber bis die reinkommt, sind wir ja auch nochmal wieder 4 bis 6 Wochen, je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt und so weiter. Aber ich würde mal so sagen, so 5 Wochen auf jeden Fall. Und da blüht diese Mischung dann ja dann schon ganz ordentlich. Ja, ich muss jetzt noch den Grubber holen, der steht noch beim Kollegen, dann einmal 2 Flügelschare anbauen. Weil da sind 2 Flügelschare abgebrochen, tatsächlich. Und hier muss ich jetzt gerade noch die K50-Kugel lösen. Und ich puste den dann von hinten noch einmal ein bisschen ab, hier so die ganzen Roggenschnitzel und so. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Grubber hinten dran habe. So, da bin ich jetzt. Ich habe den Grubber dran. Da unten sieht man da den einen neuen Schar und der andere ist, da sieht man auch so ein bisschen. So, ich habe alles soweit eingestellt. Ich habe das Ding hier, ich habe mir ausgerechnet, dass wir 21 Saatgut für 21 Kilo auf Nektar haben. Ich möchte eigentlich auch nichts überhaben und wenn ich dann hinterher irgendwie ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig im Tank habe, dann kann ich halt hier mit, weiß ich, wenn ich am Vorgewende bin, irgendwie noch mit Plus oder Minus noch ein bisschen Länge nachsteuern. Ne? So, ich drücke jetzt hier auf OK und dann Abdrehzeit 0,5 Minuten, können wir auch sagen OK. Abdrehprobe starten. Da drücke ich jetzt noch nicht auf OK, weil ich das Saatgut noch nicht drin habe und unten das Ding dann noch, diesen Sack dann noch drunter hängen muss. Ne, das mache ich mal gerade und dann sehen wir uns gleich, wenn die Probe läuft. So, der erste Tank ist drin. So, Abdrehprobe starten. Ich drücke jetzt auf OK und dann fängt sich an, die Sälwelle zu drehen. Ne, hier läuft jetzt der Balken durch, bis die Probe zu Ende ist. Uppa. Ne, und da rutscht es jetzt durch den, da, also das, diese Rampe, die habe ich da eben reingebaut. Und das rutscht jetzt da durch in den Sack. Und den Sack, den hänge ich hier gleich an die Waage. Dann habe ich hier das Gewicht und das Gewicht gebe ich dann oben beim APV-Streuer ein. Und der errechnet dann Korrekturwert, so dass dann der passende Wert hier unten rauskommt. Der wird jetzt natürlich wahrscheinlich so stark abweichen, dass er sagt, Wert ungenau, da muss ich nochmal abdrehen. Aber ich würde grundsätzlich empfehlen, mindestens 2-3 Mal abzudrehen, damit der Streuer halt ein paar Werte hat. Und das macht das Ergebnis hinterher, das Ausbringergebnis
am Ende immer ein bisschen genauer. So, ist er jetzt fertig. Jetzt nehmen wir mal das Ding, kurz die Waage anstellen. Zack. Und hier ranhängen. Und es sind 6 Kilo. Ja, 6,15. Okay. So, das merken wir uns jetzt und geben das hier oben ein. Ich habe tendenziell die Erfahrung gemacht, also manche rechnen den Beutel da dann immer mit raus, aber ich persönlich habe den Beutel sonst auch immer mit rausgerechnet und habe dann aber für mich irgendwie festgestellt, dass das, was der ausbringt, dann nicht hinkommt. Also wenn ich den Beutel einfach mit drin lasse, dann ist das immer ein bisschen genauer. Also er sagt jetzt 1,10, das passt natürlich von vorne bis hinten nicht. Deswegen drücken wir jetzt so lange auf Plus, bis da die 6,15 stehen, die wir eben hatten. Ich kann das auch so gedruckt halten. Was? Seelerevellendrehzahl? Ja, die dreht sich auch gar nicht. Hä? Was ist denn jetzt mit Problem? Zu niedrig. Aber weißt du was? Das Saatgut ist ziemlich fein. Ne, ich kann euch das mal gerade zeigen. Das Saatgut ist ziemlich fein. Und wahrscheinlich muss ich jetzt, aber es kann eigentlich nicht sein, die andere Sähwelle da reinbauen. Aber für diese dicken Dinger ist die andere dann schon wieder zu klein. Ja, vor allem, warum sagt er zu niedrig? Ich drück doch höher. Ne, also die muss ich ja dann theoretisch schneller drehen. Also ich habe den Flatheader gerade falsch gelesen, aber ich drück das jetzt nochmal hoch. Sekunde. Dann noch einmal nachbiegen. Ups, warte. Ach. Ja, ich dussel, Alter. 0, scheiße. Nicht 6 Kilo, für 6 Kilo wäre das auch viel zu leicht, ey, ich dussel, also 6,15 Gramm sind das. Das heißt, ich gebe da jetzt oder 615 Gramm, so, meine Fresse, so ist es. Und nicht 2 Kilo, also was. Da habe ich natürlich Quatsch eingegeben. So, das heißt, das sind 0,61 Kilo, die da drin sind. 0,61. So, okay. So, jetzt sagt der Probe ungenau, wiederholen, ja. Ne, jetzt habe ich den Sack noch nicht drunter gehängt. Das wollte ich gerade noch machen und dann. Was, das mache ich jetzt so lange, bis der Wert passt, ne? Also, ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Und ja, ich mache das hier mal gerade fertig und dann sehen wir uns auf der Fläche. So Leute, also ich stehe hier jetzt auf meiner Fläche, ne? Habe hier Busch, AB-Spurlinie und so alles passend eingestellt und ja, ich stelle jetzt das Gebläse an, ne, das läuft jetzt an und auf den habe ich jetzt auch gedrückt, der blinkt jetzt und wenn ich gleich losfahre und dann gibt es einmal einen Piepton, also das ist die Sähwelle, ne, dann fängt sich die Sähwelle an zu drehen und dann kommt da vorne aus den Schläuchen raus und geht dann da auf die Verteiler-Dinger und pustet das da überall raus und verteilt das dann somit auf die komplette Arbeitsbreite. Ja. Ja, deswegen, ich würde jetzt sagen, wir legen los. Hier, das war gerade das Lenksystem, was gepiepst hat.
Es ist auch so ein leichtes Nisseln. Guck mal, das hat so ganz leicht genisselt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auf der Kamera seht, aber es sind so ein paar Flecken, klar, ein bisschen Dreck. So, aber auch so ein bisschen Nissel von so Wassernessel. Ist ja auch bedeckt. Aber ich sag euch, also das hat ja letzte Nacht jetzt 26 Liter geregnet hier. Und ja, wenn ich jetzt den Grubber hier reinsetze, dann kann ich euch sagen, wie es ist. Dann staubt das gleich, ne? Tempomat 1. So, der sagt tüt, ne? Jetzt leuchtet die Lampe da durchgehend. Das bedeutet, dass sich die Seewelle jetzt dreht. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, aber ich sehe es auf jeden Fall. Hinten aus den Düsen pusten überall die kleinen Körner raus. Ja, aber es staubt tatsächlich doch nicht. Also der Regen, der hat richtig weitergeholfen. Und es soll die ganze Woche noch weiter regnen. Also was heißt, also morgen nicht. Aber Mittwoch, Donnerstag kleine Regenmengen und Freitag soll auch ein bisschen mehr kommen. Ist auf jeden Fall wünschenswert. Weil wir können den Regen sehr, sehr gut gebrauchen. Und ja. Wenn ihr übrigens das Video hier seht, ups, ja, das ist jetzt scheiße. Kacki. Ah, hier die langen Stoppeln, scheiße. Habe ich hier vergessen zu mulchen. Das Problem. Lösen wir das, ausheben, zurückfahren. So, nochmal so, irgendwie so. Ist dann, ups, nee. Also die Seewelle mache ich mal gerade auf Pause. So, und dann, ups, das war zu weit. Ein bisschen zurückschieben so. Okay, das ist jetzt richtig kacki. Scheiße, die hat mal gemulcht, ey. Oh Mann, auf der anderen Fläche habe ich es gemacht. Boah, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass hier auch so eine Ecke ist. Naja. Ich ziehe das mal gerade auseinander. So, Problem gelöst. Ja, ist auch nur die eine Stelle da. So, also, wenn ihr das Video hier seht, oder das wird ja dann nächste Woche Mittwoch sein, dann bin ich auf meiner Tour mit dem Audi. Und da werde ich, werde ich auch eine ganze Menge filmen, so. Also, jeden Tag irgendwie so ein bisschen. Und dann, keine Ahnung, dann hatte ich mir so überlegt, ich mache aus jedem Tag eine Folge, die dann immer irgendwie so auf den Sonntag erscheint, so, ne? so ein Urlaubsvlog, weißt du? Wo man dann sieht, wo wir da mit dem Audi da überall durch die Karpaten ballern. Ich habe auf jeden Fall schon mega Bock auf die Reise, weil ich bin schon ewig lange nicht mehr weg gewesen. Das letzte Mal war vor 2 Jahren, als meine Eltern Silberhochzeit gefeiert hatten. Die hatten dann auf Mallorca die Silberhochzeit gefeiert mit den engsten Freunden und so. Und da bin ich dann hingeflogen und das war freitags angereist, abends, ne, samstags gefeiert und Sonntagmorgens dann wieder 5 Uhr raus. Dass man passend am Flieger ist, weil am Flughafen war. Und ich glaube, wir sind noch früher raus gewesen. Wir mussten ja um 8 Uhr den Flieger kriegen oder so. Und dann hin zum Flughafen, das Leihauto noch zurückgeben und so. Und dann war ich um 9 oder 10 Uhr wieder in Deutschland am Flughafen, da dann in eine Karre gesetzt und dann wieder nach Hause gefahren. Ne? Ja, das war so mein letzter Stressurlaub, den ich irgendwie hatte. Mehr verreist war ich gar nicht. Jo. Also es läuft auch ziemlich gut. Aber es ist doch, der Regen hat richtig was gebracht, ey. Richtig geil, finde ich richtig gut. Ich finde hier richtig top, Leute. Das ist so spitze. Naja, so, ich melde mich später. So Leute, ich habe die große Ecke und die kleine da hinten fertig. Ich habe jetzt noch ein bisschen Rest Saatgut im Tank drin, also das ist ganz gut hingekommen. Und ich fahre jetzt noch
zu einer anderen Fläche da jetzt auch nochmal was reinsäen. Da stand vorher schon was. Aber was da los war, das zeige ich euch gleich, wenn wir da stehen. So, da sind wir. Und zwar hatte ich hier auf diesem kleinen Teilstück der Fläche, sollte hier so eine Blühfläche angelegt werden, so eine Bienenweide. Haben wir hier halt reingemacht, weil das hier halt, ja, hier immer reinfahren ist kacke. Und ja, so. Da ist aber nichts von geworden, wie ihr seht. Und da ist nur von dieser Blühmischung ist also eigentlich gar nichts aufgelaufen. Das hing auch damit zurück, dass zusammen, dass kein Regen kam. Aber Melde halt ohne Ende, ne? Sieht man ja schön. Und ja, die habe ich heute Morgen abgemulcht. Und jetzt sähe ich hier halt den Rest von der Zwischenfrucht einfach rein. Ne, dass hier dann überhaupt irgendwas wächst, ne? So. Dann mache ich mal Güsse. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Also ich muss mir noch einmal um die Bullen kümmern, weil es ist auch schon wieder 18 Uhr. Und den Blumen muss ich tanken. Und dann, ja, und dann ist der Tag für mich dann hoffentlich auch vorbei. Bis gleich. So, ich bin fertig. Ich habe das auf dem kleinen Stück, da auf dem letzten, das hat eben gestaubt ohne Ende. Da haben selbst die über 20 Liter Regen nicht geholfen. Ja, und jetzt habe ich den Grubber auch wieder abgebaut. Der Trecker steht in der Halle. Wir haben es jetzt irgendwie 19 Uhr oder so. Und ja. Ja, gleich 10 vor 7 haben wir es jetzt. Jo. Ja, Zwischenfrüchte. Zwischenfrüchte sind eine ganz tolle Sache. Warum ist das so? Weil sie halt einfach sehr, sehr viele Vorteile haben. Erstens schützen sie den Boden vor sämtlichen Erosionen, also Wind, Wasser, Sonnenerosion. Das heißt vor Austrocknung, Verschlemmung, Abtragen, also dass der Wind, ne, dass der Acker nicht wegfliegt. Was habe ich noch gesagt? Verschlemmung, ja genau, ich glaube, das waren sie alle so. Dazu kommt dann, dass die natürlich auch dadurch, dass wir einen hohen Leguminosenanteil haben. Ja, also wir haben keinen Gärrest dahin gefahren, weil wir halt sehr, sehr viele Leguminosen in der Mischung haben. Und Leguminosen haben die Eigenschaft, dass sie Stickstoff aus der Luft aufnehmen und den dann unten in Knöllchen, Bakterien speichern und hinterher dann an den Boden abgeben für die Folgekultur. Und wenn ich da jetzt Gärrest drauf gefahren hätte, dann ist das, ja, also Stickstoff ist so, sehr, sehr viel Stickstoff ist für, ja, so eine Leguminose quasi Gift. Und dann wächst sie nicht so gut oder geht sogar ganz tot. So, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass der Boden bedeckt wird, da das blüht, da ist was Nahrung für Insekten, Schutzmöglichkeiten für andere Wildtiere wie Feldmäuse, Hasen und so weiter und bieten natürlich auch Nahrungsgrundlage für Rehe und so, ne? Die können auch ein bisschen rumknuspern. Also im Grunde genommen ist so eine Blühmischung so eine ganz feine Sache. Jo, so, ich stehe jetzt an meinem roten Blitz. Damit geht Sonntag los. Also wenn ihr das Video hier seht, dann bin ich schon ein paar Tage on the road. Na, und deswegen mir schön auf Instagram folgen. Da wird es nämlich schön Bilder geben und ein schönes Update, wo man gerade so ist. Mu! Und ja, Link ist unten in der Videobeschreibung. Na, klickt da gerne drauf, folgt mir da. Da könnt ihr dann auch mal sehen, was hier gerade aktuell so los ist. So, jo, das war's auch. Ich finde die Bude ohne Ende geil. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssikowski.